Ja, liebe Geschwister, es war mir auf dem Herzen, heute Morgen, nachdem ja die Christenheit das Pfingstfest feiert, doch auch mal etwas zu sagen, was das Wort Gottes uns über das Wesen des Heiligen Geistes und über sein Wirken mitteilt. Wir feiern ja die christlichen Feiertage nicht so, wie es die Christenheit tut. Wir wissen, dass im Neuen Bund es keine ausgesprochenen Fest- oder Feiertage gibt, wie im Alten Bund zum Beispiel das Wochenfest oder das Laubhüttenfest. Und trotzdem denke ich, es ist immer wieder auch eine gute Möglichkeit, sich an bestimmte Dinge zu erinnern, wenn also bei dem Pfingstfest das Kommen des Heiligen Geistes auf die Erde in der Geistesausgießung in Jerusalem begangen und sich daran erinnert wird, dann ist es vielleicht für uns auch gut, dass wir doch darüber auch etwas aus Gottes Wort uns in Erinnerung rufen. Das kann natürlich kein ausgefeilter Lehrvortrag sein. Dazu wäre das eine ganze Serie von Vorträgen nötig. Da bitte ich um Verständnis. Ich will einfach versuchen, ein paar Linien aus Gottes Wort uns in Erinnerung zu rufen über die Person und das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes eben auch in unserem Glaubensleben. Ich möchte vielleicht am Anfang ein Wort aus Titus 3 stellen, das vielleicht auch so ein bisschen das ganze Thema umreißt. Titus 3, Vers 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens werden. Also der Geist Gottes hat uns die Wiedergeburt vermittelt, das Neuwerden, eine neue Schöpfung in Christus. Und deshalb dürfen wir überaus dankbar sein für diese wunderbare Gabe. So wie es hier steht, ist reichlich über uns ausgegossen eine punktuelle Handlung, die da angezeigt wird. Und das war genau an einem historischen Moment. Das war der Tag der Pfingsten, der 50. So wie wir es in Apostelgeschichte 2 lesen. Vielleicht erinnern wir uns auch gerade daran noch einmal und lesen am Anfang von Apostelgeschichte 2, wo diese Ausgießung des Heiligen Geistes uns berichtet wird. Ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Ja, das war also dieses Wunderzeichen, das da das Kommen des Heiligen Geistes markiert hat. Wir lesen dann die Predigt des Apostels Petrus. Da möchte ich vielleicht auch noch ein oder zwei Verse draus lesen. Der Apostel Petrus erinnert daran, dass eben Gott auch schon im Propheten Joel von einer Ausgießung des Heiligen Geistes auf Israel gesprochen hat und hat gezeigt, dass etwas Gleichartiges eben auch passiert ist. Und dann verkündigt er nicht den Heiligen Geist, sondern Jesus. Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Messias, den Auferstandenen. Und dann lesen wir ab Vers 32 in Apostelgeschichte 2, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Damit, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Also die Gabe des Heiligen Geistes in dieser Weise, wie es zu Pfingsten geschehen ist, hat die Voraussetzung, dass der Messias, der Herr Jesus, auf die Erde kam und erst einmal dieses vollkommene Erlösungswerk, dieses Rettungswerk vollbracht hat, das sündige Menschen heiligt und gerecht vor Gott stellt. Es ist uns ganz klar, das Wesen des Heiligen Geistes ist, dass er heilig ist, wie Gott heilig ist. Und es bedeutet auch, der Geist Gottes hätte niemals in einem Menschen Wohnung nehmen können, wie es dann danach geschah,
wenn dieser Mensch nicht vollkommen gereinigt, geheiligt und gerechtfertigt würde durch das Blut Jesu Christi. Also ohne das Blut des Lammes, ohne dieses Opfer, wäre dieses Kommen des Heiligen Geistes nicht möglich gewesen. Wir wissen, dass der Geist Gottes schon von Anbeginn immer in der Welt gewirkt hat. Wir sehen das ja schon in 1. Mose 1, ganz am Anfang. Der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Wir wissen, dass der Geist Gottes natürlich auch wirkte in Israel. Aber dort gab es nicht diese Innewohnung des Heiligen Geistes, wie wir sie seit Pfingsten haben, sondern der Geist Gottes gebrauchte manche Menschen als Werkzeuge. Er war auf ihnen, er rüstete sie mit Kraft aus, auch zum Beispiel David oder die Propheten. Aber der Geist Gottes, der in Menschen wohnt und der als Geist der Sohnschaft die Wiedergeburt im neutestamentlichen Sinn bewirkt, das kennen wir im Alten Testament so nicht. Das ist etwas Neues. Das hat Gott gewirkt auf der Grundlage des Sühnopfers des Herrn Jesus. Erst nachdem Menschen völlig mit Gott versöhnt waren und ihre Sünde völlig weggenommen wurde durch das Blut Jesu Christi, konnte der Geist Gottes in einem einstmals sündigen Menschen dauerhaft Wohnung nehmen. Das ist ein gewaltiges Wunder Gottes und eine große Herrlichkeit, die Gott der Gemeinde geschenkt hat. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wie wohnt Christus in uns, da er doch zur Rechten des Vaters ist? Durch den Heiligen Geist. Ja, das sind also Dinge, da können wir nur andeutungsweise heute hineinschauen, aber es ist etwas ganz Hohes und Herrliches und etwas Wunderbares und Tröstliches, was eigentlich auch mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf die Erde zur Gründung der Gemeinde, wie es zu Pfingsten geschehen ist, verbunden ist. Und da wollen wir noch etwas mehr drüber nachdenken. Vielleicht zunächst mal auch zu der Person und dem Wesen des Geistes Gottes. Und da finden wir ja besonders viele wertvolle Aussagen im Johannesevangelium. Ich kann da nur ein paar davon mal rausgreifen. Johannes 14, Vers 15 bis 20. Da lesen wir ja, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Also dieser Beistand, der Paraklet, der Tröster, das ist der Heilige Geist. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist das Neue, dass er bei den Gläubigen bleibt. Der König David musste bitten, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Denn damals konnte das geschehen, wie auch bei Saul, dass der Geist Gottes von einem Menschen auch wieder wich. Aber der Herr Jesus hat angekündigt, die, die an ihn glauben würden, bei denen würde der Geist Gottes immer bleiben und er wird beständig in uns sein. Und dann sagt der Herr weiter, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Wie? Durch den Heiligen Geist. Und dann lesen wir noch einmal weiter in Johannes 15, Vers 26, da heißt es, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Das ist etwas Wunderbares. Der Geist Gottes ist ja die dritte Person der Dreieinigkeit. Er ist Gott, genauso wie der Vater Gott ist und wie auch der Sohn Gott ist. Das ist ja ein Geheimnis. Das können wir auch nicht ergründen. Da haben sich schon kluge Philosophen und Theologen den Kopf drüber zerbrochen. Das ist ganz falsch. Sondern im Grunde können wir nur einfach dankbar und staunend das annehmen, was Gott hier an Geheimnissen von sich selbst und seiner Person offenbart. Der Geist Gottes ist von seinem Wesen Gott. Und der Geist Gottes, er wird vom Vater, dem Sohn gegeben. Das haben wir auch in Apostelgeschichte 2 gesehen. Und vom Sohn gegeben und gesandt in die Welt zu den gläubigen Menschen. Der Vater sendet den Geist durch den Sohn zu den Menschen. Und so wohnt er in denen, die gläubig sind. Und dann kommt dieses weitere Wirken in Johannes 16, Vers 15 bis 19 lesen wir. Johannes 16, Vers 12 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden.
und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Das ist also noch eine Wesenseigenschaft des Geistes Gottes, die heute vielfach nicht so verstanden wird, dass der Geist Gottes gar nicht die Menschen mit sich beschäftigt, sondern mit dem Herrn Jesus. Ja, das, was den Geist Gottes kennzeichnet, ist, dass Christus verherrlicht wird, dass Christus, der Sohn Gottes, der sich für uns geopfert hat, der auferstanden ist, der verherrlicht zur Rechten Gottes ist, dass Christus groß gemacht wird. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Dort, wo in einer ungesunden Weise der Geist selber und Geisteswirkungen und Wunder und Zeichen im Mittelpunkt stehen, da müssen wir davon ausgehen, dass da etwas Falsches, etwas Verkehrtes und Verdrehtes wirksam ist und nicht der echte Heilige Geist. Er ist ein dienender Geist, der sich nicht selber in den Mittelpunkt stellt, sondern den Vater und den Sohn verherrlicht. Deswegen beten wir auch nicht zum Heiligen Geist. Ja, das ist auch eine Situation, wo eigentlich ein Stück schwärmerisches, unbiblisches reingekommen ist bei manchen Kreisen, besonders natürlich bei den Pfingstern, da weil nicht verstanden wird, dass umgekehrt, so wie der Geist vom Vater durch den Sohn gesandt wird, so beten wir durch den Geist zum Sohn und auch durch den Sohn zum Vater. Der Geist Gottes ist also vermittelnd tätig und stellt Christus in den Mittelpunkt. Ja, das ist also so eine Sache, die man verstehen muss und verstehen lernen darf. Der Geist Gottes ist eine Person. Die Pfingster und Charismatiker gehen vielfach in der Praxis davon aus, aber manche andere Christen auch, dass der Geist Gottes nur eine unpersönliche Kraft wäre. Und das ist eine falsche Lehre. Da kommen auch falsche Dinge dabei raus, wenn man das so denkt. Ja? Sondern der Geist Gottes ist eine Person, die betrübt werden kann, eine Person, die eben auch Wohnung nimmt in uns und die uns leiten möchte. Er ist der Beistand, auch das ist ja etwas Personales, nicht eine unpersönliche Kraft alleine. Der Geist Gottes verleiht Kraft. Das ist etwas Wunderbares, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber er ist eine göttliche Person. Also das sind so Dinge, sind einfach wichtig, die sind hier auch deutlich gezeigt eigentlich in dem, was der Herr Jesus hier über den Heiligen Geist sagt. Er ist der Geist der Wahrheit. Und wisst ihr, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir verstehen, wir selber von Natur aus, der natürliche Mensch ist in Dunkelheit, Finsternis und schrecklicher Unkenntnis über Gott und alle göttlichen Dinge. Der natürliche religiöse Mensch kann deswegen auch niemals zu Gott kommen und er kann auch Gott nicht erkennen, weil er immer nur von seinen eigenen Spekulationen des Herzens ausgeht und das Herz ist durch die Sünde verfinstert und blind. Das heißt, ohne den Geist Gottes wüssten wir gar nichts über Gott. Ja? Das ist etwas von dem ganz Wunderbaren. Der Geist Gottes offenbart uns Gott und bringt uns erstmal in eine Beziehung zu Gott. Und das tut er durch das Wort, das auch der Geist Gottes eingegeben und niedergeschrieben hat. Ja? Auch das Wort Gottes ist ein Wort, das der Vater durch den Sohn vermittels des Heiligen Geistes den Menschen gegeben hat, die es niederschreiben durften. Und deswegen sagt zum Beispiel die Bibel immer wieder, deshalb spricht der Heilige Geist. Und dann kommt ein Bibelzitat. Ja? Weil der Geist Gottes eigentlich auch der Autor der Schrift ist. Er ist aber auch der, der uns die Schrift aufschließen muss, damit wir etwas von dem lebendigen Gott erkennen können. Ja? Das ist eben das, er lehrt uns und er verherrlicht Christus. Ja? Vielleicht, dass wir da erstmal stehen bleiben und dass wir auch dann zu den Wirken des Geistes in der Apostelzeit kommen. Es ist ja schon angedeutet worden, auch in diesem Pfingstbericht, dass also da der Geist Gottes am Anfang mit übernatürlichen Zeichen und Wundern gearbeitet hat, um die Menschen letztlich auch von dieser neuen Botschaft des Evangeliums von Christus zu überzeugen. Diese Wunder und Zeichen hatten schon die Apostel vor dem Kreuz und der Auferstehung und Pfingsten, aber sie wurden dann eben auch gegeben in der Gemeinde des Anfangs, in der apostolischen Gemeinde, damit diese Botschaft des Evangeliums bezeugt und bekräftigt würde, dass es eine göttliche Botschaft ist. Und das finden wir gelehrt im Hebräerbrief. Lesen wir vielleicht mal Hebräer 2.
Hebräer 2, Vers 3 und 4. Da heißt es, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das ist also die Verkündigung des Evangeliums durch Christus selbst und dann die Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel, diejenigen, die direkt Zeugen seines Dienstes und seiner Verkündigung waren. Und diese beiden, Christus und die Apostel, haben geistgewirkte Wunderzeichen bekommen zur Bestätigung der Botschaft. Da heißt es in Vers 4, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also Gott hat es so gewollt, dass am Anfang die Apostel für diese neue Botschaft eine übernatürliche Bekräftigung durch Heilungswunder, durch das Ausfahren von bösen Geistern, durch verschiedene andere Wunderzeichen und Kraftwirkungen bekommen hat. Aber der Hebräerbrief schaut darauf zurück und sagt, das ist abgeschlossen, das ist Vergangenheit. Es wird also nicht gesagt, der Geist Gottes wird auch in alle Generationen der Christenheit weiter solche Wunderzeichen und Austeilungen und Kraftwirkungen geben, sondern es ist ausdrücklich begrenzt auf die Apostelzeit. Und wenn wir in 1. Korinther 14, 12 bis 14 etwas lesen von den Geisteswirkungen in der apostolischen Anfangszeit, dann müssen wir das eben auch mit berücksichtigen, weil diese Dinge oftmals eben von bestimmten Kreisen, gerade der Pfingst- und charismatischen Bewegung, verdreht werden, um letztlich verführerische Kraftwirkungen und Wunderzeichen zu rechtfertigen. Ja, das 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes fängt ja so an, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Und dann geht es eben um verschiedene Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Da heißt es in Vers 6 folgende, und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung oder Prophetie, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das war also die Situation, die apostolische Anfangssituation, wo diese Wunderzeichengaben noch in der Gemeinde waren. Und dann lesen wir eben in 1. Korinther 13, etwas ganz Wichtiges, wo eben das Aufhören bestimmter Geisteswirkungen schon vorhergesagt wird. Dieses Aufhören, das verlegen manche auf die Zeit, erst wenn die Gemeinde entrückt und beim Herrn ist, aber das ist falsch, da werde ich gleich noch drauf kommen. Dieses Aufhören geschah am Ende der Apostelzeit schon, dass nämlich die prophetischen Offenbarungsgaben aufgehört haben, wo neue Botschaften von Gott durch die damaligen Propheten der Apostelzeit weitergegeben wurden. Solche Propheten haben wir heute nicht mehr. Wir haben keine Neuoffenbarung mehr seit dem Abschluss der Bibel. Und auch die Wunderzeichen, wofür das Sprachenreden als Beispiel genommen wird, auch die wurden von Gott ganz bewusst weggenommen am Ende der Apostelzeit. Ich lese mal von Vers 8 bis Vers 13, 1. Korinther 13. Da heißt es, die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen oder Prophetenbotschaften, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Also mit der Erkenntnis ist natürlich nicht die allgemeine Erkenntnis gemeint, denn die hört ja gar nie auf. Auch im Himmel erkennen wir, sondern da ist dieses Wort der Erkenntnis aus 1. Korinther 12 gemeint, eine spezielle Offenbarungsgabe. Die würde also auch aufhören. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel.
dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Nun, wir können diesen Abschnitt hier nicht im Einzelnen auslegen. Das habe ich zum Beispiel in meiner Broschüre Redet Gott heute noch durch Propheten und Wunderzeichen getan. Da kann man das nachlesen, wenn man das möchte. Aber ganz kurz dazu eben, was ist hier gemeint? Wann hören diese Wunder und diese übernatürlichen Geisteswirkungen auf? Nun, das Vollkommene ist praktisch, wenn das da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Vollkommene oder vollständige oder das dem Reifezustand entsprechende, so könnte man das übersetzen. Wann ist es? Nun, der Schlüssel ist aus meiner Sicht in Vers 13. Da wird nämlich gesagt, dass Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, wenn Prophetie und Sprachen weggetan sein werden. Ja? Und dann müssen wir uns fragen, wenn das wirklich das Vollkommene erst bei der Wiederkunft Christi wäre, brauchen wir dann noch Glaube? Die Bibel sagt ganz klar, dann sind wir vom Glauben zum Schauen gekommen. Der Glaube, den brauchen wir im Himmel nicht mehr. Und mit der Hoffnung ist es ganz genauso. Die Hoffnung der Gemeinde ist ja gerade der wiederkommende Herr. Und von daher muss dieses Aufhören dieser wunderbaren Offenbarungs- und Zeichengaben schon in der Zeit geschehen, wo die Gemeinde noch auf der Erde ist. Und das Vollkommene, das ist aus meiner Überzeugung eben der vollkommene Ratschluss Gottes in dem Neuen Testament, in den Heiligen Schriften. Und als diese Heiligen Schriften vollendet waren, da brauchte es keine übernatürliche Bestätigung mehr, sondern diese Schriften sollten verkündigt werden und durch den Glauben angenommen werden. Und die Wunderzeichen wurden aufgeschrieben, die wir brauchen, um zu glauben. Johannes 20 heißt es, noch viele andere Zeichen tat der Herr, aber die, die hier aufgeschrieben sind, die sind geschrieben, damit ihr glaubt. Also wir brauchen nicht ständig neue Wunder, sondern wir dürfen einfach dem Wort glauben, dass die Wunder des Herrn registriert und bezeugt und aufschreibt. Von daher gesehen ist es auch deutlich, dass eben weder Prophetenoffenbarungen echte heute noch existieren, noch echte Heilungswunder, noch echtes Sprachenreden. Vielleicht zu dem Sprachenreden ganz kurz. Auch noch das charismatische und pfingsterische Sprachenreden ist eine Fälschung. Das lässt sich daran ganz einfach sehen, dass es zu 99% ein ekstatisches Gebrabbel ist, keine reale Fremdsprache. Aber das wirkliche Sprachenreden zu Pfingsten, das ist bezeugt, das habe ich nur nicht gelesen, das waren reale Fremdsprachen. Elamiter, Perser, Mesopotamier, das waren Sprachen, die man gesprochen hatte von den Heidenvölkern. Und das ist auch klar, weil eben das biblische Zungenreden eine Wunderzeichengabe war, die sich auch eigentlich an die Juden gerichtet hat. 1. Korinther 14, 21 und 22 steht es, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber das pfingsterische Sprachenreden ist eine ganz erkennbare Fälschung. Genauso die Wunderheilungen, ja, das sind oft nur psychosomatische Heilungen, die auch gar nicht bleibend sind, sondern vielfach wieder zurückgehen und die Krankheit kommt wieder. Das war beim Herrn Niederfall, als der Herr und die Apostel geheilt haben, da wurden die Leute ganz und komplett geheilt. Und genauso eben gibt es da ganz viel Betrug. Man hat also auch festgestellt, dass da bei den pfingsterischen Heilungsleuten Leute bezahlt werden, die als gesunde Leute in den Rollstuhl gehen und dann, wenn der Heiler ihnen die Hände aufgelegt hat, springen sie auf und jubeln und sagen, ich bin geheilt. Ja. Also da kommt auch handfester Betrug vor. Das kommt auch immer wieder raus. Das ist nicht dasselbe, das ist eine Fälschung. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir von diesen Geisteswirkungen reden, dass die Bibel ganz klar uns warnt, in der Endzeit wird es gefälschte Zeichen, Wunder und Prophetengaben geben, genauso wie am Anfang es echte Propheten und Zeichen und Wunder gab. Vielleicht dazu 1. Johannes 4, eine ganz wichtige Warnung. 1. Johannes 4, ab Vers 1. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Also das heißt, am Ende der Zeit ganz besonders wird es falsche Propheten geben, die gab es schon am Anfang, aber am Ende werden sie immer massiver, die praktisch aus einem falschen Geist heraus falsche Botschaften in die Christenheit hineinbringen. Diese Warnung finden wir auch in 1. Timotheus 4, Vers 1. Und das sind eben Warnungen, die sich ganz konkret in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, aber auch in anderen
Verführungsströmungen der heutigen Zeit verwirklicht haben. Da heißt es, der Geist, der echte Heilige Geist, sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also in der Gemeinde werden unter dem Namen Jesu Christi falsche Geister, falsche Lehrer, falsche Propheten auftreten und die werden die Lehren von Dämonen verkündigen. Ja, also wir müssen die Geister prüfen und unterscheiden, sonst werden wir in der Endzeit betrogen. Vielleicht noch eine weitere Stelle, um das zu unterstreichen, im 2. Thessalonicher Brief, im 2. Kapitel, ist vielleicht eine der ernstesten Stellen über die Endzeit, die wir überhaupt finden. Da geht es um die ausgereifte antichristliche Verführung, aber das geht eben im Wehencharakter schrittweise schon vorher los und da sind wir auch schon mittendrin. Da heißt es von dem Antichristen, Vers 9, 2. Thessalonicher 2, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und das ist eben das Interessante, das ist genau dieselben griechischen Worte wie in Hebräer 2, Vers 4. Ja? Also am Anfang hat Gott Kräfte, Zeichen und Wunder gebracht und am Ende bringt der Teufel verführerische Kräfte, Zeichen und Wunder, um die Leute von der Wahrheit wegzubringen. Also, aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also Gott lässt es zu, dass irreführende Geister auftreten unter dem Namen Jesu Christi, auch unter dem Namen des Heiligen Geistes. Und da müssen wir sehr wachsam sein und prüfen, damit diese falschprophetischen Bewegungen und diese falschen Wunderzeichen uns nicht von der biblischen Wahrheit abziehen und ablenken. Das ist also eine der Herausforderungen, in denen wir sind. Ich möchte nur noch mal ganz kurz auch darauf eingehen, wie kann man solche Geister prüfen. Das Entscheidende, der Maßstab ist natürlich das Wort Gottes. Ja, wir müssen einfach sehen, stimmt es mit dem Wort Gottes überein oder nicht. Also wer ganz sicher verführt wird in der heutigen Zeit, das sind Leute, die sagen, Gott hat zwar in seinem Wort das eine geschrieben, aber er kann auch ganz anders handeln, sodass es dem Wort widerspricht. Ja, das ist der sicherste Boden, verführt zu werden, wenn man sowas glaubt. Sondern klar ist, das, was echt von Gott ist, ist in Übereinstimmung mit dem Wort. Das, was der echte Geist wirkt, das stimmt mit dem überein, was der echte Geist in seinem Wort hat niederschreiben lassen. So einfach ist es. Ja? Das ist ja der Geist der Wahrheit. Ja? Und dann haben wir festen Boden unter den Füßen. Und ansonsten fangen wir an, total zu schwimmen und öffnen uns der Verführung. Also da müssen wir wachsam sein. Nur noch mal auch eine ganz kurze Anmerkung, auch von den Früchten des Geistes her kann man das sehen, zum Beispiel in dem sogenannten charismatischen Toronto-Segen, und das war in der Pfingstbewegung schon von Anfang an so, da vielen Menschen unter der Wirkung dieses betrügerischen Geistes zum Beispiel rückwärts auf den Boden, sie zappelten, sie schrien, sie wandten sich wie die Schlangen, bewegten sich wie die Tiere, die haben zum Teil hysterisch gelacht und konnten nicht mehr aufhören. Oder zum Beispiel John Wimber hat gesagt bei seiner Geistertaufe, eine Macht kam über mich und drückte mich auf den Boden und ich konnte eine halbe Stunde lang nicht aufstehen, obwohl ich es wollte. Und da können wir zum Beispiel ganz klar sagen, das ist nie der Heilige Geist. Ja? Denn die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Eine Frucht des echten Heiligen Geistes ist Selbstbeherrschung, das ist die letzte Frucht, Galater 5, 22. Und es steht auch geschrieben, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also wenn jemand sagt, da kam eine Macht über mich und ich wusste nicht mehr, was ich tue und konnte nicht mehr aufhören, kann man ganz klar sagen, dämonisch. Ja? Und das müssen wir auch unterscheiden, damit wir nicht von diesen endzeitlichen Irrtümern irregeführt werden. Das ist auch etwas, was manchmal Christen ein bisschen einschüchtert und ängstlich macht, überhaupt über den Heiligen Geist zu reden und auch das Wirken des Heiligen Geistes unbefangen sich damit zu beschäftigen. Und das ist falsch. Ja? Das, was wir brauchen, ist echte Geistesfülle und echtes Geisteswirken. Und da dürfen wir sehr, sehr dankbar dafür sein. Das dürfen wir suchen auf biblischem Weg. Und das ist eigentlich so der Punkt,
den ich auch noch ausführlicher behandeln wollte heute Morgen. Wie kommen wir eigentlich zu dem biblischen Wirken des Heiligen Geistes? Wie können wir dem Geist Raum geben in unserem Glaubensleben heute? Ich denke, das ganz Wesentliche ist, dass wir erst einmal festhalten, wie bekommen wir überhaupt den Heiligen Geist? Der Geist Gottes wirkt an Menschen, aber der Punkt, wo der Geist Gottes sein entscheidendes Werk tut, das ist die biblische Bekehrung, der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ja, also da geht es darum, dass eigentlich die Neugeburt durch das Wirken des Heiligen Geistes geschieht. Das haben wir in dem Tituswort auch gelesen. Ja? Die Wiedergeburt und die Erneuerung ist das Werk des Heiligen Geistes, den Gott gegeben hat. Also der Geist Gottes überführt Menschen, er wirkt an Menschen. Aber erst in dem Moment, wo ein Mensch wirklich auch diesem Wirken sich stellt und nachgibt und sein Leben wirklich völlig in die Hand des Herrn Jesus gibt, seine Sünden bekennt und lässt und auch wirklich an Jesus Christus als Herrn und Retter glaubt. In dem Moment geschieht die Wiedergeburt. Und das ist ja das, was wir in Johannes 3 finden. Wollen wir auch nochmal uns kurz daran erinnern. Diese bekannte Stelle, eben wo der Herr dem Nikodemus das aufzeigt. Ab Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird oder von Neuem gezeugt wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wir haben heute in der Christenheit viel menschliche Religiosität. Und das müssen wir auch unterscheiden lernen. Diese Leute wissen zum Teil viel, sie verwenden christliche Phrasen, biblische Ausdrücke, aber sie sind nicht wiedergeboren, sie haben den Geist Gottes nicht. Und so eine menschliche Religiosität rettet niemand, sondern gerettet wird erst der, der wirklich durch einen biblischen Schritt des Glaubens den Geist Gottes empfängt und durch den Geist Gottes von Neuem gezeugt wird. Und dann beginnt dieses gottgewirkte neue Leben. Nicht menschlicher Krampf, menschliches Bemühen, menschliche Religion, sondern der Geist Gottes entfaltet das Leben des Christus in einem Menschen, wenn er von Neuem geboren ist. Das ist ganz unterschiedlich, wie stark er das tut. Das hängt auch ein bisschen davon ab, ja, wie gehorsam derjenige ist, wie er sich wirklich Christus öffnet und zur Verfügung stellt und unterwirft. Es gibt wiedergeborene Christen, die relativ eigenwillig sind, wo das Fleisch, die eigene Natur noch relativ viel Raum hat und dann kann der Geist nicht so viel wirken und dann sieht man auch wenig Frucht des Geistes. Und es gibt andere Christen, die in ganzer Hingabe, ganzem Gehorsam zu Christus leben wollen und dort kann der Geist mehr wirken. Aber entscheidend ist, dass wir erst einmal überhaupt zu dieser Neugeburt aus dem Geist kommen. Und was dann geschieht, ist eben, dass der Geist Gottes in einem Gläubigen Wohnung nimmt, dass er innewohnend ist und dass er auch uns versiegelt, ja, dass er das Eigentum, das bluterkaufte Eigentum des Herrn Jesus versiegelt durch die Gabe des Geistes. Ich möchte mal lesen noch 1. Korinther 3, Vers 16. Da sehen wir, dass diese Tatsache der Innewohnung bezeugt. Und es hat Konsequenzen. Da sagt der Apostel, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Gottes Wohnstätte, Gottes Heiligtum. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wisst ihr, das ist die biblische Grundlage für Heiligung. Nicht ein Gesetzeswerk mit 95 Forderungen, du sollst, du darfst nicht, sondern die biblische Grundlage der Heiligung ist, ich bin von Christus für einen teuren Preis erkauft mit dem Blut des Herrn, deswegen gehöre ich nicht mehr mir selbst. Ich kann nicht mehr für mich selber nach meinem sündigen Eigenwillen leben. Ich gehöre Christus und lebe für Christus. Und weil der Geist Gottes in uns wohnt, deswegen leben wir ein Leben der Heiligung.
weil wir dem Heiligen Geist folgen wollen, weil wir dem Herrn folgen wollen. Und das ist dann, wenn es richtig läuft, ein unverkrampftes Folgen den Zügen und Antrieben und Impulsen, die der Geist Gottes in uns wirkt durch das Wort Gottes. Das ist biblisches Heiligungsleben. Ja? Und das, danach sollten wir streben. Danach sollten wir sogar jagen. Ja? Also die Innewohnung des Heiligen Geistes, dann 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 finden wir eben auch diese Versiegelung. Unter anderem, es gibt andere Stellen, die muss ich jetzt weglassen. Ja? Aber da lesen wir auch etwas Wunderbares. Vielleicht schon ab Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Das ist etwas Wunderbares. Das Unterpfand, das ist die Garantie Gottes auf die künftige Errettung durch die Innewohnung des Heiligen Geistes schon hier und jetzt. Das hat Gott all denen geschenkt, die wahre Gläubige sind. Und 1. Korinther 6 noch einmal zu diesem Geist Gottes, auch ganz wichtig. Ab Vers 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das heißt, jemand, der in seinen Sünden lebt und behauptet, er sei Christ, der ist in einer verhängnisvollen Selbsttäuschung. Er wird das Reich Gottes nicht erben, auch wenn er noch so sehr denkt, er könnte es. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also da wird der Geist Gottes zusammengebracht mit dem Namen des Herrn. Ja? Wir sind abgewaschen worden durch die Wirkung des Geistes Gottes und durch den Herrn Jesus. Wir sind gerechtfertigt, wir sind geheiligt durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist es, der uns für Gott zur Verfügung stellt. Und das heißt ja biblische Heiligung, dass ich abgesondert bin für Gott durch die Innewohnung dieses Heiligen Geistes. Und dann ist eben die Folge, Vers 19 und 20, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also die Folge, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, ist, dass wir das Verlangen haben, Gott zu verherrlichen, zu seiner Ehre zu leben. Und diesem Verlangen sollten wir nachgeben. So einfach ist es eigentlich. Aber es ist natürlich in der Praxis etwas schwieriger, da kommen wir nachher noch drauf. Was tut der Geist Gottes noch? Etwas ganz Kostbares ist, dass der Geist Gottes uns erleuchtet, uns Licht gibt, Aufschluss über die herrlichen Schätze Gottes in Christus. Das kann der natürliche Mensch nicht verstehen. Deswegen sind die ganzen gelehrten Theologen der evangelischen Kirche, soweit sie nicht wiedergeboren sind, in der größten Finsternis und Torheit. Sie können uns nichts sagen. Sie haben nichts zu sagen, weil sie nichts verstanden haben von Gott. Und dazu gehört eben nicht Kopfwissen, sondern ein wiedergeborenes Herz. 1. Korinther 2, da lesen wir, ab Vers 9, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Also geistlich heißt ja eigentlich
vermittelt durch den Heiligen Geist. Eine geistliche Wahrheit ist eine Wahrheit, die der Heilige Geist gegeben hat und die uns auch nur der Heilige Geist aufschließen kann. Das Fleisch hat da nichts, das steht davor und blickt nicht durch. Ja? Und das ist genau das, was den Leuten gar nicht gefällt, aber in Vers 14 steht, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn oder die Denkweise des Christus. Das ist uns durch den Heiligen Geist geschenkt. Wir dürfen als Gläubige wissen, was der Herr Jesus uns geschenkt hat, wer er für uns ist. Und es ist diese frohe Gewissheit, die wir auch ausstrahlen sollten, die uns im Leben durchtragen sollte, dass wir wissen, ja, in dem Lied heißt es, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben den Herrn Jesus und in ihm haben wir alles. Das bezeugt uns der Heilige Geist. Und wenn wir dieses Zeugnis lebendig in uns haben, dann sind wir auch frohe Menschen. Wir haben vorher gehört von der Freude des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist vermittelt Freude. Wenn wir schwermütig, betrübt, mürrisch, ärgerlich durchs Leben gehen, dann müssen wir sagen, irgendwo haben wir dem Geist Gottes nicht den richtigen Raum gegeben. Ja? Der Geist Gottes bewirkt Frieden und Freude. Und das möchte der Herr uns immer wieder mehr schenken. Deswegen noch weiter. Was bewirkt der Geist Gottes noch? Kraft zum Zeugnis für Christus. Das haben wir auch nicht in uns. Ich glaube, wir alle haben schon festgestellt, wie peinlich das uns manchmal ist, wenn wir fleischlich sind und der Geist Gottes uns nicht beisteht, wie wir dann rumdrucksen oder uns davor drücken, etwas über den Herrn zu sagen. Ja? Also mir geht es jedenfalls so. Wenn der Geist Gottes mir Kraft gibt, dann kann ich freudig von dem Herrn Zeugnis geben. Und wenn ich im Fleisch bin, dann ist es sehr kläglich. Ja, woher kommt es? Nun, in Johannes 7 lesen wir etwas, eine schöne Verheißung, die uns aber auch herausfordern darf. Johannes 7, Vers 37 folgende. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Hier ist das Bild, das Wasser des Lebens ist der Heilige Geist. Johannes 4 finden wir das auch. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, ein geisterfüllter Christ, der hat eine Ausstrahlung. Da wird etwas sichtbar für andere. Nicht unbedingt für uns selber. Wir sollen das gar nicht spüren und fühlen, ja? Sondern es soll anderen zu denken geben. Andere ansprechen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja, also wenn der Geist Gottes in uns Raum hat, dann sind wir ein Zeugnis für Christus. Apostelgeschichte 1, Vers 8 bestätigt der Herr Jesus das noch einmal. Er sagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das gilt auch heute noch. Ja? Und das ist einer der Punkte, warum wir wirklich auch bestrebt sein sollten, vom Geist erfüllt zu sein. Da kommen wir gleich drauf, weil eben Gott uns gebrauchen möchte, wirklich auch Zeugnis von Christus zu geben. Und das können wir nur durch den Heiligen Geist, nicht durch unser Fleisch. Der Geist Gottes ist auch der Geist, der uns leitet. Das finden wir in Römer 8, Vers 14. Wir finden es aber auch in Galater 5 und vielleicht lesen wir mal Galater, denn das ist die Stelle, die ich noch etwas ausführlicher behandeln möchte. Da geht es ja um das Wirken des Geistes im Alltag. Und im Alltag, da merken wir am allerehesten, was in Galater 5 uns gezeigt wird, nämlich der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich lese mal ab Vers 16 Galater 5. Ich sage aber, wandelt im Geist, das heißt, wandelt in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also das ist genau der Punkt, den wir, glaube ich, alle im Alltag erleben. Wenn wir wiedergeboren sind, wir haben den Heiligen Geist, der Geist Gottes
will unsere Herzen mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Er will uns anspornen, dem Herrn zu dienen, für den Herrn da zu sein. Und unser Fleisch, tja, mit was beschäftigt sich unser Fleisch? Mit uns selber, mit unseren Begierden, mit unseren Wünschen, mit unseren Ansprüchen, mit unseren Enttäuschungen, mit all dem, was wir verpasst haben im Leben, mit all dem, was Gott uns angeblich nicht gegeben hat. Wir lesen ja gerade in der Bibelstunde die Geschichte Israels, wie sie murrten in der Wüste. Ja, und so murrt der fleischliche Christ auch die ganze Zeit, ja, weil er immer denkt, ich habe was verpasst. Also wer fleischlich lebt, der betrübt und engt den Heiligen Geist ein. Und wer geistlich lebt, dessen Fleisch kann sich nicht besonders gut entfalten. Ja? Der Geist setzt dem Fleisch Grenzen oder das Fleisch setzt dem Geist Grenzen. Je nachdem, was wir Raum geben, was wir, auf was wir setzen, auf was wir säen, heißt es an einer Stelle. Ja? Und das ist diese Ermutigung, dass wir doch wirklich im Geist leben wollen und das Fleisch töten und kreuzigen. Denn darum geht es, das lesen wir jetzt. Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich euch zuvor schon gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue oder Glauben, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Also der Weg, dem Geist Raum zu geben, ist, dass wir unser Fleisch mit seinen Leidenschaften und Lüsten in den Tod geben. Im Glauben festhalten, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, nicht mehr mein Ego lebt, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Und das ist eigentlich auch der Weg zur Geistesfülle. Geistesfülle empfangen wir dann, wenn wir das Fleisch in den Tod geben, wenn wir dem Geist Raum geben durch Gehorsam, durch Glaube, durch Gebet, durch Beschäftigung mit Gottes Wort. Ja? Das ist ganz klar, wenn wir die ganze Zeit uns mit den Impulsen dieser Welt beschäftigen, Radio, Fernsehen, Rock- und Popmusik, dieses, jenes, ja, und dann schauen wir 5 Minuten am Tag in die Bibel, dann kann da kein geisterfülltes Leben rauskommen, beim besten Willen nicht. Denn der Geist Gottes braucht Nahrung und die Kraftnahrung für den geistlichen Menschen, für den inneren Menschen ist das Wort Gottes. Ja? Das ist also schon mal eine Sache, das ist klar, wir müssen uns Zeit nehmen, wenn wir im Geist wandeln wollen, in der Bibel zu lesen, dieses Wort Gottes auch wirklich aufzunehmen. Nicht nur, dass man irgendwelche Mengenrekorde hinter sich bringt, ja, sondern dass man es aufnimmt, damit lebt, dass man auch Dinge umsetzt. Der Gehorsam gehört ganz klar dazu, zu dem Wirken des Heiligen Geistes. An einer Stelle in der Apostelgeschichte heißt es, der Heilige Geist wird denen gegeben, die ihm gehorchen. So einfach ist es und so schwierig. Ja? Aber da liegt auch der Weg, wie wir zur Fülle des Geistes kommen. Das ist ja ein Gebot. Wir lesen es mal in Epheser 5. Nur ganz wenige Worte. Werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Das heißt, lasst euch beständig erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und es bewirkt nicht irgendwelche Wunderzeichen, dass man abschwebt und Visionen sieht, sondern es bewirkt, dass man ganz wach und nüchtern in heiliger Zucht für den Herrn wirksam ist, die Sünde überwindet, dem Herrn treu dient, Liebe übt, gehorsam ist. Das ist eigentlich eine Auswirkung von einem geisterfüllten Leben. Vers 18. Ja, genau, Vers 18, das habe ich gemeint. Ne? Ja, und das ist genau der Punkt, wohin Gott uns führen will, dass wir einfach in eine vertiefte Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn kommen durch den Heiligen Geist. Und das möchte der Herr uns schenken. Der geisterfüllte Christ ist ganz ausgerichtet auf den Herrn Jesus. Das ist vorher schon gesagt. Der geisterfüllte Christ brennt darauf, dem Herrn zu ehren mit seinem Leben und Frucht zu bringen für den Herrn Jesus. Und dann wirkt der Geist auch in Kraft an uns. Und wir haben Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dem Vater und Gemeinschaft mit dem Sohn.
Und das möchte ich vielleicht auch nochmal zeigen, wenn wir zum Beispiel im Epheserbrief da lesen, Epheser 3, das ist auch eine schöne Stelle, die ich vielleicht noch anführen möchte, bevor wir zum Schluss kommen. Epheser 3 von Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Also wenn der Geist Gottes Raum hat, dann stärkt er den inneren Menschen in uns, den geistlichen Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also der Geist Gottes will an uns wirken, dass wir immer mehr zunehmen in der Fülle des Christus, in der Fülle der Segnungen, in der Fülle der Kraft, in der Fülle der Liebe des Herrn Jesus, dass das uns immer mehr prägt und leitet und wir aus innerem Antrieb heilig für den Herrn leben. Nicht aus äußerem Zwang, sondern aus innerem Antrieb. Und das ist die Freiheit des Geistes, ihr Lieben. Die Freiheit des Geistes ist nicht, dass wir allen möglichen fleischlichen, sündigen Schrott tun können. Das ist keine Freiheit des Geistes, sondern Freiheit des Fleisches. Sondern die Freiheit des Geistes ist, dass wir aus freiwilliger Hingabe Opfer bringen, um den Herrn zu ehren, dass wir aus freiwilliger Hingabe den Willen Gottes tun und nichts anderes. Das ist Freiheit des Geistes. Und das ist etwas ganz Kostbares und Wunderbares. Und es stärkt uns, je mehr wir so leben, desto näher kommen wir auch dem Herrn. Vielleicht auch noch diese Stelle, die wir alle kennen, 2. Korinther 3, das Geisteswirken, das uns letztlich auch in der inneren Gemeinschaft näher zu Christus bringt und umgestaltet. Vers 17 und 18, 2. Korinther 3. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Die Herrlichkeit des Christus können wir nur anschauen, wenn wir geistlich leben, wenn der Geist Gottes in uns Raum hat. Ja? Er malt uns Christus vor Augen und dann sehen wir diese ganzen weltlichen Sachen nicht mehr, die unser Denken so oft beschweren und ablenken. Dann sehen wir den Herrn und seine Gnade und seine Herrlichkeit. Und das verwandelt uns auch ganz still und heimlich und ohne, dass wir da groß was merken, immer mehr in sein Ebenbild. Und von daher kann ich uns nur ermutigen, dass wir diesen Weg, den die Bibel uns zeigt, dem wunderbaren Heiligen Geist, dieser herrlichen, kostbaren Gabe, die Gott uns gegeben hat, möglichst viel Raum zu geben in unserem Leben, indem wir uns nicht den Puls fühlen und uns mit dem Geist und den Geisteswirkungen beschäftigen, sondern mit Christus, mit seinem Wort, indem wir dienen, gehorchen, von uns selber wegschauen, da werden wir immer mehr wachsen zur Fülle des Heiligen Geistes. Und dann kann der Geist Gottes bei uns Frucht bringen. Das heißt auch, dass wir uns davor hüten, den Heiligen Geist zu betrüben durch Sünden, durch Bitterkeit, durch böse Worte, dass wir ihn nicht dämpfen, sondern vielmehr ihm den möglichst großen Raum geben. Und ich möchte zum Abschluss noch eine Verheißung mit uns lesen, einen Segenswunsch aus 2. Korinther 13, Vers 13. Da lesen wir: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das möge der Herr schenken. Wenn der Geist Gottes in uns wirkt, dann wird die Gnade des Herrn Jesus Christus uns groß. Die Liebe des Vaters wird uns groß. Und wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er kann in uns ungestört wirken. Und dann haben wir auch Gemeinschaft mit dem Sohn und mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Möge der Herr uns schenken, dass wir diese das kostbare Gnadengeschenk immer mehr wertschätzen und dass der Geist Gottes in unserem Leben immer mehr Raum gewinnt. Amen.